Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, ihr Lieben. In diesem Video wollte ich wieder meine Muslime ganz speziell ansprechen, die immer wieder behaupten, dass man dem Koran nichts hinzufügen kann und auch nichts wegnehmen kann. Als Muslime kommen ja immer mit dem Argument, niemand kann etwas Vergleichbares wie den Koran machen. Das heißt, so wie der Koran aufgebaut ist, in seiner Reimschema, das ist ja so eine Poesie, und niemand kann diese angereihten Wörter so hinkriegen, wie es Allah in seinem Buch offenbart hat. Das ist ja Quatsch mit Soße. Jeder kann wunderschöne Poesien herzaubern. Und es gibt ja arabische Christen, die Challenge ja angenommen haben. Wenn ihr wahrhaftig seid, so bringt eine Sure wie diese. Und arabische Christen haben das ja perfekt in die Tat umgesetzt. So, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt eine Überlieferung in Sahih al-Bukhari, Hadith 402, in dem Umar sagt, dass sein Herr, Allah, mit ihm in drei Dingen übereinstimmt. Das müsst ihr euch mal geben. Dass Gott mit einem Menschen, Umar ibn al-Khattab, übereinstimmt. Das ist unglaublich. Und wegen Umar kamen drei Offenbarungen Gottes. Da sieht man schon den menschlichen Ursprung. Ja? Umar wünscht sich etwas und Muhammad kriegt sofort Offenbarung und schreibt das in seinem Koran nieder. Ja? Die Gebetsstätte in Mekka, Sure 2, Vers 125 von Umar. Das Verhüllen der Frau, Hijab-Vers, Sure 33, Vers 59 oder 58, war wegen Umar. Und der letzte und dritte Teil war, dass die Frauen von Muhammad eine Front gegen ihn gebildet haben, weil Muhammad mit sehr vielen Frauen verkehrt hat und die sehr eifersüchtig wurden, kam die Sure 66, Vers 5. Und die ist von Umar. Und genau die Worte, die Umar gesprochen hat, hat Muhammad in den Koran gepackt. Und dann sagen Muslime, niemand kann etwas Vergleichbares wie den Koran machen. Ja, eine Sure wie diese herstellen. Ja, Umar macht doch schon Verse im Koran. Das ist ja unglaublich, was ihr Muslime da macht. Sahih al-Bukhari, Hadith 402, lest euch den durch. Der Islam ist eine Lüge. Jesus Christus bleibt eure einzige Hoffnung auf Vergebung eurer Schuld. Macht das nicht, dass ihr euer Herz und eure Augen verschließt vor der Wahrheit. Wir haben tausende Beweise, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Gott segne dich, mein lieber Muslim. Und ich hoffe, dass du eines Tages dein Herz öffnest für die Wahrheit. Und das ist der Herr Jesus Christus. Amen.